Germany has a problem with floods. A state of emergency has been declared in parts of the south. The deadliest floods in living memory. Germany saw its heaviest rainfall in a century. One big reason is that we've messed with the natural flow of rivers. And this isn't just a German problem. The same thing is happening all over the world. And now we're paying the price. As climate change brings more extreme weather, these changed landscapes are more prone to destructive flooding. But in this forest, things are different. It's become a role model for how we can flood-proof our rivers, even in cities. Wir müssen Flüsse wieder auf ihre alten Wege bringen, damit sie wieder für uns arbeiten können und somit eben auch als Schwamm in der Landschaft wirken. So, how did they do that? Rivers aren't supposed to look like this. Today, many of them are straight, narrow, deep, depleted, and surrounded by concrete. That's because humans have a long history of changing rivers and their landscapes so they can use them for farming, industry, transportation, and to build houses close to their edge. This river here is a great example of how we have messed with our landscapes. As you can see, it's been straightened, regulated, and diked. Also, parts of its floodplains on its side, which would usually provide space for overflowing water, have been drained and filled. The rivers and floodplains in this area serve an important function, though. They cross the cities of Leipzig, Magdeburg, and Schkeuditz, and are supposed to store and supply water to one of the largest urban floodplain forests in Central Europe, that is home to many animals and plant species. But from the middle of the 19th century, dams and bridges for railroads were built here, right through the forest. And during that process, former river courses in this area were cut off and are now lying dry. And all this means they can no longer supply water to the floodplain forest. And that's not just happening here. Around two-thirds of the floodplains along Germany's 79 major rivers can no longer serve their original purpose of storing excess water because of the dikes built to stop water from reaching them. One-third of the remaining floodplain areas are covered by fields and houses. And it's happening across Europe, where 70% to 90% of floodplains have been environmentally degraded. Asia and the Americas are also struggling with depleted floodplains. So, why is that a problem? Floodplains are not only important ecosystems, they also absorb and store carbon from the atmosphere, helping tackle climate change. And maybe most importantly for the people who live along the rivers, they keep flash floods in check. Funktionierende Auwälder sind für uns sehr, sehr wichtig, weil sie eben das Wasser für einen längeren Zeitraum eben in der Landschaft eben halten. Das heißt, hier haben wir diese ganz wichtige Schwammfunktion. That's Matthias Scholz, a floodplain ecologist. He's been studying the role of rivers and coastal wetlands for decades. Wenn wir keine Auen mehr haben und auch keine Auenwälder mehr haben, dann fließt das Wasser sehr, sehr schnell wieder aus der Landschaft ab und führt dazu, dass die Hochwasserwellen eben immer größer werden und dementsprechend Schaden anrichten. Und dieser Schaden, der ist für die Gesellschaft enorm hoch. That's why Scholz, together with the cities of Leipzig and Schkeuditz, the University of Leipzig and the Environmental Association NABU, decided to give the floodplain landscape here a more natural face again. Vor 40 Jahren wurde bereits festgestellt, dass dieser Auwald also einen Austreckungsprozess eben hat. Das heißt also, dass eben viele Bäume hier eben sich entwickeln konnten, die nicht mehr hochwasserresilient sind. Das heißt also, die auwaldtypischen Baumarten verdrängen. Oak trees like this one and elm trees like this one started to die off, while other species that are a lot less resilient to flooding, like maple, started to spread. Wenn die Aue ausgetrocknet ist, ne, dann kommt dann der Spitzerhorn, der genau hier neben ihm wächst. Ne? Man sieht ihn sehr schön hier. Der hat eben auch so einen weißen Milchsaft, der dann hier rauskommt. Und dann haben es die anderen Arten eben wirklich schwierig, da zu konkurrieren. Und die anderen Arten sind aber die, die eigentlich uns gegen Flut schützen. Genau, genau. Aber die sind nämlich die Arten, die eben sehr schön eben ja letztendlich auch resistent eben gegen Hochwasser sind. That's because those species can handle being flooded better than others. They can also handle droughts better. And they suck moisture out of the soil, which decreases the amount of water contributing to flash flooding events. So the researchers had an idea. They started purposefully flooding a small area of the forest every spring for decades and watched what happened. Wir haben feststellen können, dass wir bis zu 3 Monate länger feuchte Verhältnisse im Wald dadurch eben auch in Dürrezeiten eben aufrechterhalten können. Dass sich eben dieser Auwald eben wieder auf diese feuchteren Verhältnisse, dynamischeren Verhältnisse einstellt und gleichzeitig ja, andere Arten, die hier nicht reingehören, eben ja, zurückgehen und dadurch eben Platz und Licht für die auwaldtypischen Baumarten und Tier- und Pflanzenarten eben ermöglichen.
They literally trained the forest to be able to soak up more water again. Wenn Bäume, auch wenn sie überflutungsresistent sind, wenn sie über lange Zeiten eben kein Hochwasser sehen, ne, dann vergessen die auch so ein bisschen, dass sie eigentlich dagegen eben ankommen. Scholz says the data they collected over 30 years tells the story of an ecosystem going back to its natural state. This is a 3D model of a 7-hectare forest area that they flooded and surveyed for 3 decades. Just look at how many red trees there were before they started flooding the area. Those are untypical, sometimes invasive species that are not so resilient to floods and drought. And now look how many green trees came back once they started flooding the area. Those are typical native floodplain trees, which are resistant to floods and droughts. Hier sieht man eben sehr schön, also wie der Ahorn eben hier am Absterben ist. Dieser Bereich ist mehrere Wochen unter Wasser gewesen. Und gleich daneben die hochwassertolerante europäische Esche, die sehr vital aussieht. They were surprised by how fast the forest went back to its natural state once they started adjusting the water levels. Also für uns sind das naturbasierte Lösungen, um eben die Extremereignisse, die uns durch den Klimawandel erwarten, abzumildern. So, how exactly did they flood the area? Bereits Ende der 90er Jahre hat die Stadt Leipzig begonnen, alte Rinnensysteme in der Aue, wie zum Beispiel hier den Burgauenbach, wieder zu verbinden und an die Hauptgewässer anzuschließen, sodass der Wald wieder Wasser bekommt. That's Rainer Werner, who is the head of hydraulic engineering and water management. Wir haben die noch vorhandenen alten historischen Rinnensysteme wieder miteinander verbunden. Das heißt, man hat diesen Graben zum Teil wirklich händisch damals wieder hergestellt, die Rinnensysteme verbunden und dann ein Einlaufbauwerk sozusagen im Deich gebaut, wo man das Wasser durch den Deich wieder in diese Rinnensysteme einleitet. They then cut out several parts of the dike on the riverside, so that the water can naturally overflow into the floodplain. Wir sehen deutliche Erfolge bei dem Anstieg der Grundwasserspiegel, die messbar und nachgewiesen sind, dass bereits bei so einem kleinen Gewässer bereits deutliche Erfolge nach kürzester Zeit hier im Wald sichtbar sind und messbar sind. Back then, it was easy to get a permit for an undertaking like that. Heute ist das wesentlich komplizierter. Es gibt neue Richtlinien, EU-Richtlinien, die eingehalten werden müssen. Es muss viel mehr nachgewiesen werden und berechnet werden. Es ist nicht mehr so einfach wie damals. But that didn't stop the city from doing more. It brought together scientists, NGOs and local officials in 2018 to come up with a concept to rejuvenate the entire floodplain over the next 30 years. And they just finished their first project. They restored this historic riverbed here and designed it in a way where it can overflow more naturally, regularly and predictably, like it did in the past, before we altered rivers. Wir haben hier, man sieht das sehr gut, wenn man sich's anguckt, das Feld relativ weit weggerückt vom Waldrand, sodass hier ein riesiger Korridor entsteht, wo das Fließgewässer sich auch frei entfalten darf. That's Christiane Frohberg, who was responsible for revitalizing this old riverbed. Wir haben eben dann immer wieder so Austrittsstellen, wo, wenn dann das Hochwasser kommt, das im Prinzip ansteigt und dann hier über das ganz seichte Ufer treten kann und direkt in den Wald fließt. Das heißt, wir können mit den neu gewonnenen 5,5 Kilometern, die wir wirklich dieses Jahr erst beendet haben zu bauen, ungefähr 45 Hektar Auwaldfläche fluten und das mehrmals im Jahr. That's roughly the size of 84 football fields. And that's also good news for the animals who live here. Fish and rare species of insects have already settled in. But it wasn't easy to get to this point. It's a tricky process to find a balance between flooding the forest enough so it relearns how to suck up more water and not overflooding it. Otherwise, the water could permanently stay there like in a bathtub, which would change the entire ecosystem. And you have to consider different interests. Wir befinden uns hier in einer Großstadt, das heißt also, hier sind eine ganze Menge Interessen und auch Nutzung im Wald und insbesondere auch die Erholungsnutzung ist sehr, sehr wichtig. Das heißt, wenn wir hier Flächen unter Wasser setzen und bestimmte Wege nicht mehr begehbar sind im Frühjahr, wenn eben Hochwasser kommt, dann müssen wir darüber aufklären, müssen wir informieren oder auch Alternativen eben anbieten. Allerdings haben wir eben erfahren, dass hier auch eine sehr hohe Akzeptanz eben bei der Bevölkerung eben da ist, die eben damit auch sehr kreativ umgeht. Ich freue mich selber so sehr gerade. Ja, weil das einfach, das waren Jahre jeden Tag mit Leuten diskutieren, reden, dafür sorgen, dass die keine Angst davor haben, wenn hier ein bisschen Wasser reinkommt. Und es ist einfach schön, das zu sehen, dass wir jetzt Wasser in dem kleinen Tampert haben, der aber trotzdem eine große Wirkung bringt.
It's not just people using the forest for recreational purposes who needed to be convinced about the flooding plans. Local farmers had to be on board as well. Man kann nicht einfach so enteignen, sondern man muss Alternativen bieten. Aber mehr Wasser in die Landschaft bringen heißt nicht unbedingt, dass man auch die landwirtschaftliche Nutzung aufgeben muss. Man muss sie nur anders gestalten. Also das heißt, dass ich von Acker zu einer wilden Weide eben letztendlich kommen muss. Aber das muss entsprechend auch honoriert werden. That means instead of planting corn and rapeseed on all of their land, farmers would plant grass in some areas and sell the hay instead. They would also receive a compensation payment, Scholz says. The goal for the next 10 to 15 years is to revitalize more than 16 kilometers of former arms along the river. They want to reconnect dried up river arms and inundate at least 30% of the floodplain area via the new river, so that instead of this, the area will look like this. And here, they already started turning former farmland into a floodplain forest. They planted species resilient to flooding so that future floodwaters can be sucked up by the plants like a sponge. That way, Scholz says, they can also get more water to stay in the ground. Of course, projects like this come with a hefty price tag. The city of Leipzig already spent 6.5 million euros, largely funded by the German state, to buy back land and build new bridges and gateways for crossing the newly restored river. Es bedarf nochmal wirklich einen großen Kraftakt, dieses Projekt hier in der Region und bei den Genehmigungsbehörden durchzubekommen, damit man überhaupt die weiteren Schritte gehen kann für den Erhalt der Aue. Dass man die Finanzierung auf die Beine stellt, im zweistelligen Millionenbereich. It sounds like a lot, but flooding is actually the most expensive natural hazard in Europe, with one study estimating that river-based flood risk could increase sevenfold to 6.8 billion euros by the end of the century. Most large European cities are situated on floodplains. These are the ones that are predicted to suffer a lot of flood damage in the future. And the changes we've made to most of our waterways are adding to the flood risk, not detracting from it. That's why EU environmental ministers recently approved a contested nature restoration law that seeks to regrow forests, re-wet peatland, and return rivers to their natural free-flowing states. A move that Scholz welcomes. Wenn man sieht, was Extremereignisse auch für monetäre Schäden letztendlich für unsere Gesellschaft eben bedeuten und wo wir eben jahrelang letztendlich auch eben am Abarbeiten sind, heißt es, wenn ich eben ein Ökosystem wiederherstelle, dass das eben Investitionen sind, die sind zukunftssicher. That's why more and more European cities situated in floodplains are experimenting with nature-based approaches like this. And the project here in Leipzig has become a blueprint for others. Scholz has been cooperating with colleagues from Estonia, Spain and Portugal to share knowledge and best practices, such as how to retain water in an area as long as possible. And there's a lot that other countries can learn from their success. Vor allen Dingen die Eigentümer und die Pächter, die Landwirte, die Förster, alle mit ins Boot zu holen, mit denen gemeinsam vor Ort Entscheidungen zu treffen und nicht die Planer am Reißbrett. Wenn die Natur funktioniert, dann arbeitet sie für uns. Dann können wir die Leistung der Natur als Gratisleistung eben mitnehmen und das ist eine Versicherung für die Zukunft. So, do you think this nature-based approach could work where you live? Let us know in the comments and subscribe. We post videos like this every Friday.